Grundlage. Ein Muslim sollte eigentlich sein, dass er seine Zeit schätzt, sie als sein Kapital ansieht. Denn jeder Händler hat ein Kapital, sahih. Jeder Händler hat ja ein Kapital, um seinen Handel zu betreiben. Allah Ta'ala nennt das Leben des Muslims als ein Handel. Das Leben des Muslims ist ein Handel. Ala adullukum ala tijara tunjikum min adabin alim. Soll ich euch nicht auf einen Handel weisen, hinweisen, der euch vor harter Strafe, vor schmerzhafter Strafe retten kann oder soll? Also das Leben ist ein Handel und deine Zeit ist das Kapital darin. Du investierst Zeit und erwirtschaftest dadurch entweder Gewinne oder Verluste. Und wenn du ein Kapital hast und dieses Kapital nicht dir gehört, sondern du es von jemandem bekommen hast, in einer Gemeinschaft, Gemeinschaftshandel, du bekommst Kapital von jemandem und musst das Geld für ihn investieren. Und dann wirst du ja dafür zur Rechenschaft gezogen, sahih? Für jeden Cent, den du investierst oder verlierst. Und mit der Zeit sieht es nicht anders aus. Und daher eigentlich bei Muslim, ein Muslim braucht eigentlich keine Vorträge über die Wichtigkeit der Zeit. Das brauchen andere Menschen. Ein Muslim braucht das eigentlich nicht. Denn in unserer Religion dreht sich doch alles um die Zeit. Du bist ständig mit der Zeit, irgendwie mit in der Zeit, wie soll ich das ausdrücken? Naam, deine Gebete sind mit der Zeit verbunden. Die Pflichtgebete haben vorzügliche Zeiten, haben die sogenannten Al-Awqat al-Daruriyya oder Al-Ittirariyya, die Notzeiten. Die Nawafil haben Zeiten, vorzügliche Zeiten. Dann gibt es Gebete, die zu bestimmten Zeiten nicht verrichtet werden sollten. In der Zakat gibt es Zeiten, da musst du den Haul betrachten. Im Siyam, Fasten gibt es Zeiten. Im Hajj und der Umrah gibt es Zeiten. Selbst in den Mu'amalat gibt es Zeiten, die man beachten muss. Also man ist irgendwie immer verwickelt in zeitliche Phänomene. Darüber hinaus gibt es zigtausende Schwüre im Koran, die über Zeit handeln. Und Allah Ta'ala schwört nur dann über etwas, wenn es eine gewisse Wichtigkeit hat. Und er lenkt damit den Menschen auf die Wichtigkeit einer bestimmten Sache. Allah Ta'ala schwört bei der Nacht, wal-layl, er schwört bei dem Tag, wal-nahari, idha tajalla, er schwört bei der Duha-Zeit, wal-duha, wal-layalin ashr, und bei den 10 Nächten. Und dann schwört er bei der Zeit als Ganzes, wal-asr, und bei der Zeit. Das heißt, die Zeit ist so ein Aspekt, den der Muslim eigentlich wertschätzen sollte. Und wer den Wert seiner Zeit erkennt und weiß, dass es ein Kapital ist, der verschwendet es nicht mehr in Sinnloses, Belangloses. Und dazu gehört auch das belanglose Sprechen. Sprechen über Belanglosigkeiten, die nicht produktiv sind. Der erspart sich das. Denn wer in der Lage ist, eine Perle zu bekommen für einen Aufwand, beispielsweise für den Aufwand einer Stunde, kannst du einen Diamanten bekommen. Und für den Aufwand einer Stunde kannst du so einen Lehmklumpen bekommen. Der Aufwand ist gleich. Der Gewinn ist aber unterschiedlich. Jemand, der eine Stunde Arbeit aufwendet, gleiche Arbeit, nicht unterschiedlich, und das für den Lehmklumpen macht und sich den Diamanten entgehen lässt, ist das nicht, zeugt das von Intelligenz oder Klugheit? Sicherlich nicht. Wer 10 Minuten seines Lebens investieren kann in der Andacht Allah Ta'alas und dadurch gewisse Gewinne erzielt und genau dieselben 10 Minuten in Belanglosen investieren kann und davon nichts bekommt, der ist auch nicht besonders klug.